Und übrigens im letzten Jahr gewonnen durch eben diese Christine Maschery von Berlin Klose und Marlene Pötti, also keine Schweizerin auf dem Podest bei der EKC Cross Tour 1920. Ein Jahr zuvor wurde diese Gesamtwertung von Benzema, Korta, Kvalitova und Elisabeth Brandau gewonnen. Und die Nicole Kolbe hat mir bereits mal zu in der Gesamtwertung 16-17. Also, auch sie weiß es, wie das ist, dieses Trikot bis zum Schluss behalten zu können. Nicole Kolbe in Grün, Position 4, denke ich momentan. Einige Fahrerinnen nehmen diese Attacke zu Fuß. Gruppe, hier geht es um Rang 2, angeführt von Ellen Klosel, und am Schluss dieser Gruppe haben wir Elisabeth Brandau. Hier haben wir die ersten Verfolgerinnen. Auch das Trikot von Nicole Koller bereits gezeichnet, und sie ein Sturz bei der Führenden in der Gesamtwertung. Christine Maschery führt 24 Sekunden vor der Gruppe, angeführt von Helen Klosel, Nicole Koller, Eva Lechner, Monika Alter, Noel Rüetschi, dann Pavla Havlikova, Carla Stepanova, Jacqueline Schneveri. Und hier haben wir den angekündigten Fahrradwechsel von Nicole Koller. Und nun muss sie schauen, dass sie sofort den Tritt wieder findet, damit diese Gruppe... Für die Gesamtwertung spielt momentan ganz klar in Nicole Kollers Tasche.
Elisabeth Brandau, eine Goldene mit Zwischenrang 2 sein. Also, Elisabeth Brandau, ich hab's erwähnt. Des Rennens hier in Hittnau. Sicherheitsvariante Elisabeth Brandau, Eva Leckner lässt es da schon eher krachen. Schließt auf zu Helen Klose und dank ihrer wunderbaren Technik kann sie auch den Anschluss zu Elisabeth Brandau wiederherstellen. Also in den technischen Passagen ist Eva Leckner nach wie vor Weltklasse. Sicher, wie gesagt, mit einem Gedanken immer in der Gesamtwertung. Egal ob trocken, gefroren, nass oder rutschig, wie bereits erwähnt, viele, viele Entscheidungen sind an diesem Schlosshügel gefallen. Nach wie vor sehr souverän. Abschnittbewältigt Christine Mascheli, die führende. Elisabeth Brandau auf Position 2, Eva Leckner auf 3. Ja, und Elisabeth Brandau weiß ganz genau, wo sie ihre Sekunden gegenüber Eva Leckner gut machen muss. Und sie weiß auch ganz genau, wo sie die Anfahrt wieder. So, geschätzte Crossfreunde, heißen wir Sie herzlich willkommen bei uns in Hittnau. Gratulation, Christine Mascheli! Siegerin EKC Cross Tour in Hittnau. Sicherlich nach vorne ein großartiger zweiter Rang. Gratulation, Elisabeth Brandau. Rang 3, ein Riesenrennen, einmal mehr. Herzlich willkommen auf Rang 3. Gratulation, Eva Leckner. Jetzt auf der Zielgerade haben wir Nicole Koller. Gratulation zu Rang 5 und Gratulation zur Gesamtwertung. Vorhandenen Zuschauer, aber diejenigen, die da sind, wir gratulieren Christine Mascheli, Elisabeth Brandau und Eva.